Das ist der zweite Teil zum Schweberegal-Projekt. Das erste Video dazu verlinke ich euch hier oben oder unten in der Videobeschreibung. Ich habe das so häufig, ja, dass ich mir anfangs an so einem Projekt immer denke, ach, das sind ja nur 4 Halter dran machen und am Ende artet das wieder vollkommen aus. Genauso wie dieses Mal. Ich habe mir eine neue Schablone machen müssen, weil die andere, die ich anfangs gezeigt habe, die war einfach zu flach. Ich bin mit dem Fräser einfach nicht hoch genug gekommen. Da war das Kugellager nicht mehr abfahrbar. Und da musste ich mir das dickere bauen, damit ich den Fräser weiter runterstellen kann und naja. Auf jeden Fall war der Grund dafür, dass das Brett komplett unterschiedlich ist von der Dicke. Ich habe hier teilweise Stellen außen, die haben 19 mm, weiter hinten sind es 24 mm und da bin ich halt mit der anderen Frässchablone einfach nicht zurechtgekommen. Einfach weil ich sonst durchgefräst hätte und hier oben die Fläche von dem Regalbrett nicht geschlossen gewesen wäre. Hier hätte ich dann nicht diesen Steg noch überstehen gehabt, der hier schon eh sehr dünn ist. Ich habe es hier auf der anderen Seite, wo es dicker ist, da sieht man, da stehen schon so 5 mm. Hier in der Mitte ist es ein bisschen mehr. Deswegen wollte ich auch nicht so tief hobeln, genau um diese Problematik hier zu vermeiden, dass ich halt zu dünn mit dem Brett werde. Aber ja, jetzt ist es halt so, diese Befestigungsplatte, die ja dann später an die Wand kommt, die passt hier auch gut rein. Es ist sehr, sehr knapp. Die Fräsungen sind um die 16,5 mm tief. Und das reicht gerade mal so aus. Ich bin auch mal gespannt, ob ich dann mit der Bohrung, weil hier muss ja auch noch eine 11er Bohrung hin. Und ich habe mir das jetzt gerade mal hier angeschaut. Das wird schon alles sehr, sehr knapp. Ich werde das Ganze an der Standbohrmaschine machen, um hier auch eine senkrechte Bohrung für den Bolzen des Halters auch hinzubekommen. Natürlich werde ich hier jetzt auch nicht den kompletten 100 mm einbohren können, aber ich werde zumindest so einen 50 mm Schaft einbohren können, damit ich das dann später auch nochmal mit einem Akkuschrauber selber händisch weiter tiefer machen kann. Aktuell nutze ich hier einen 11,3er Bohrer. Da geht das hier gut rein. Und anfangs habe ich mit einem 11er Bohrer gearbeitet. Der ist aber viel zu straff. Also man könnte es hier wahrscheinlich auch reinschlagen, das Ganze. Aber dann kriegt man es halt nie wieder von der Wand ab. Bei dem ganzen Aufbau nutze ich hier meinen selbstgebauten Schraubstock. Das Video dazu verlinke ich euch mal hier oben rechts. Und das eignet sich auf jeden Fall hervorragend, auch dieses breite Brett hier einspannen zu können. Hinten stütze ich das Ganze hier mit so einer selbstgebauten Konstruktion ab. Das ist eine Leiter mit ein paar Schraubzwingen und dann liegt das hier auf. Des Weiteren ist es ja so, dass das Brett hier natürlich auch schief ist, weil ich ja die Rinde außen halt schief lasse. Und wichtig ist natürlich auf jeden Fall, dass diese Bohrung hier auch parallel oder beziehungsweise senkrecht zur Wand hin auch runtergebohrt wird. Und hierzu werde ich mich auf jeden Fall hier oben an der Kante auch orientieren. Dazu nehme ich meinen Parallelmessschieber. Dazu verlinke ich euch auch im Video da oben. Und damit ich das hier auf jeden Fall parallel zu den Schraubstock einspannen kann. Und dann kann ich mir schon mal sicher gehen, dass ich hier auch eine senkrechte Bohrung habe, die nicht schief ist. Weil bei 4 verschiedenen Bohrungen, wo dann dieser Bolzen hineinkommt, wenn das nicht hundertprozentig passt, dann hat man da auf jeden Fall Probleme später an der Wand, dieses Brett dann auch drauf zu stecken. No disguise, no shame. Paradise, the grandest prize, no gain. Pericles shows a pair of hearts to the king. Sun replies, this is worth a fight, angels sing. This is the big bang, the cracking of the core. This is the chord that made the first speck explode. This is the music that made the whole world turn. The love that we all came from, into which we now return. Souls resting, tired and worn out. Travel far,
followed all the stars and the sun. Now we're here with a silent ear and one. Go band together and we sing. This is the big bang. Mit dem Einspannen und Umspannen und auch mit dem Parallelausrichten zum Schraubstock, das hat mich ganz schön aufgehalten, ehrlich gesagt. Aber so kann ich mir auf jeden Fall sicher gehen, dass die Bohrungen auch parallel senkrecht in das Brett hineingehen. Falls ihr irgendwelche Ideen oder Kritiken oder Ratschläge habt, wie man sowas besser machen könnte, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Kommentar freuen, weil dieses Thema hat mich jetzt auf jeden Fall ziemlich aufgehalten. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, das Ganze mal ausrichten, dann ist es relativ lang hinten. Dann passt das nicht, dann muss man hinten wieder hoch, unten runter und lange Geschichte, kurzer Sinn, sehr aufwendig. Lange Rede, kurzer Sinn sollte das natürlich heißen, aber manchmal quatscht man hier in das Video so Dinge, die machen überhaupt manchmal gar keinen Sinn. Aber jetzt geht es hier auch weiter mit der Vertiefung der Bohrung, weil ich jetzt hier so durchschnittlich ungefähr 50 mm habe. Ich habe ja jetzt sozusagen schon mal einen Schaft, der halt parallel gerade ist. Und die restlichen 50, 60 mm, die werde ich jetzt mit einem Akkuschrauber machen und die sind dann halt auch parallel bzw. senkrecht zur Kante. Deeper than my mind, sees farther than my eyes. Ooh. My heart hears better than my ears, peeps as you draw near. Die Halter sind jetzt hier auch eingesetzt, das habe ich jetzt an allen 8 Teilen angepasst. Das war noch so ein bisschen gefummelt, weil das hat hier hinten noch geklemmt und ich habe das jetzt noch ein bisschen tiefer ausgefräst, dass der Halter da auch schön reingeht. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Dabei ist auch jetzt nicht so super entscheidend, dass das hier plan mit der Rückseite ist. Das kann ruhig auch ein bisschen tiefer drin sitzen. Also bei dem hier zum Beispiel, Da würde das zum Beispiel so gehen. Das ist absolut in Ordnung. Man schiebt ja dieses Brett im Grunde auf diese Halter drauf und dann schlägt er hier auch die Seite hinten gegen die Wand gegen. Und da darf das ruhig auch ein bisschen tiefer sitzen. Also es ist eher besser, dass es tiefer sitzt, statt dass es irgendwie noch rausragt oder über das Brett hinausragt, weil dann hätte man nämlich zur Wand hin auch wieder einen Spalt. Bei den Haltern gibt es eine Sache zu beachten, und zwar haben die, das sieht man hier wahrscheinlich im Video wahrscheinlich wieder nicht, aber die haben hier so eine Kerbe drin, genau in der Mitte von dem Bolzen. Das ist total wichtig, dass man sich diese Kerbe dann auf das Brett überträgt. Und das werde ich auch noch später machen. Und wieso man sich diese Kerbe dann auf das Brett übertragen muss, das zeigt sich dann am Ende, wenn das ganze Teil dann an die Wand kommt. Ich habe jetzt hier vorhin die Kanten der Bretter mit einer Drahtbürste auf einen Akkuschrauber abgebürstet, damit so die ganzen kleinen Teile oder überstehende Teile oder Teile, wo man halt auch mal hängen bleiben könnte, sich ein Eichesplitter in den Finger rammt, dass die halt einfach weg sind. Und damit es auch schöner ausschaut. Als nächstes folgt jetzt auch die Ölung der Bretter. Und hierzu habe ich gestern mit meiner Freundin eine Bienenwachs-Ölpolitur selber gemacht. Und das ist auch das erste Mal, dass ich das jetzt mal ausprobiere.
ausprobieren werde. Das hat von der Konsistenz her, ist es ähnlich wie Schuhcreme, kann man sagen. Und das ist eine Mischung aus, wie gesagt, aus Öl und aus Bienenwachs. Das riecht auch super toll nach Bienenwachs. Ich mag den Geruch total gerne. Die Bretter habe ich soweit vorbereitet, dass die mit 240er Schleifpapier abgeschliffen wurden. Das ist jetzt auch schön glatt. Und nutzen werde ich dazu auch hier so eine Poliermaschine. Die habe ich jetzt seit circa 3 Jahren bei mir liegen. Ich habe sie bisher noch nie genutzt. Ich habe sie mir mal irgendwann mal gekauft, um das Auto zu polieren. Habe sie aber dann nie gemacht. Und heute ist ein guter Einsatz dafür, hier das Ganze für die Ölung der Bretter herzunehmen. Und ich bin schon ganz gespannt, wie das dann ausschaut und wie das Holz diese Politur hier aufnehmen wird. Politur mit der Poliermaschine aufzutragen, macht durchaus Sinn, wenn man so eine Maschine hat, habe ich festgestellt. Die Maschine, die ist jetzt auch nicht so super toll, die hat dummerweise auch so einen Leichtanlauf und das Wachs, das klebt schon ganz schön heftig an der Polierscheibe und dem Brett und dadurch kommt dieser Leichtanlauf nicht so einfach in Gang und plötzlich reißt das Teil dann halt irgendwie richtig los. Und aber wenn man das so einigermaßen im Griff hat, dann ist das auf jeden Fall definitiv eine ganz gute Idee, weil auch durch die Reibung Wärme entsteht, der Wachs dadurch halt flüssiger wird und dadurch hier auch schön in die Poren des Brettes einzieht. Ich zeige euch mal einige Fotos mit vorher, nachher und da sieht man ganz gut, ich glaube, das sieht man auch im Video ganz gut, wie das Holz sich so langsam auch verfärbt dort an den Stellen, wo es poliert wird. So, als nächstes komme ich jetzt zu der Anbringung des Brettes an die Wand. Wichtig dabei ist auf jeden Fall, diese Regalhalter haben hier so eine Kerbe drin, die ist eingraviert oder gelasert. Diese Kerbe muss anfangs erstmal an das Brett übertragen werden. Nachdem man sich die Position der Halter dann auf das Brett übertragen hat, nimmt man das Brett, hält es an die Wand dran und nutzt dazu auch eine Wasserwaage optimalerweise und bringt das Ganze hier erstmal in Waage und markiert anschließend die Position, wo man die Striche gemacht hat. Nachdem man dann eine Markierung gesetzt hat, nimmt man dieses Blechteil, was später dann an der Wand befestigt wird, und positioniert es mit der Kerbe nach oben an der Wand und schraubt das Ganze rechts und links mit jeweils einer Schraube fest. Also
sobald das erledigt ist, nimmt man den Bolzen, dreht ihn dann in diese, in dieses Blech hinein, was ja bereits schon an der Wand befestigt ist. Und anschließend steckt man das Brett vorsichtig auf diese Bolzen drauf. Ja, so ein Schweberegal ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Das schaut gut aus, man sieht keine Halter. Es ist jetzt natürlich nicht so belastbar wie ein richtiges Regal, was gestützt wird. Aber es reicht einfach für kleine Dinge locker aus. Das ganze Projekt ist jetzt auch ein bisschen ausgeartet, dadurch, dass ich halt auch so ein schönes Eichebrett verwendet habe mit den ganzen Hobeln, mit dem Schleifen, mit dem Wachsen. Es kamen jetzt einfach viele Dinge noch mit hinzu, aber ich denke mal, für diejenigen, die es interessiert oder die diese Teile hier sehen oder sowas auch möchten, sehen hier ganz gut, wie sowas funktioniert. Und ich denke mal, die meisten, ich habe das jetzt auch, wie gesagt, das erste Mal gemacht, kommen damit sicherlich auch ohne große Anleitung gut aus. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen und ich hoffe auch, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen!